Sie stellen heute mit einem Tag der offenen Tür den Quest-Club vor. Was ist denn das Neue? Es ist alles noch schöner, noch größer, noch angenehmer geworden. Es ist einfach Platz für jeden da. Es ist einfach noch freizügiger. Die Atmosphäre ist schöner. Diese Panoramafenster sind genial. Also die sind gigantisch. Also dieser Ausblick da, das zu trainieren mit dem Blick auf die Alpen, das erweckt auch immer dieses Outdoor-Flair, das uns wahnsinnig wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Und wir haben den Wellnessbereich komplett neu umgebaut. Wir haben jetzt statt drei kleinen Saunabereichen einen ganz tollen großen gemacht mit einer sehr großen Altholzsauna. Wir haben tolle Massageangebote von Kopf bis zum Fuß, von Gesichtsbehandlungen über Ganzkörpermassagen bis hin zu Fußreflexzonenmassage. Wir haben unser Outdoor-Programm erweitert, viel mit Wandern, Skifahren, Freeriding, alles. Fast jeden Monat haben wir jetzt eigentlich super Action, auch Outdoor. Und das macht unseren Club eigentlich so besonders, weil das unterscheidet uns eigentlich von den klassischen Fitnessstudios. Sie wollen auch Mütter besonders ansprechen. Wie funktioniert das? Also wir haben unser Programm eben auch für Mütter sehr erweitert. Durch diese Les Mills Gruppenfitnessprogramme gibt es immer tolle schwangere Optionen oder eben auch für die Mütter, die nach der Geburt schnell wieder fit werden wollen. Und dabei mussten wir natürlich auch an die Kids denken. Deswegen haben wir unseren Miniclub von 45 Quadratmeter auf 100 Quadratmeter erweitert. Und da gibt es eine tolle Spielecke, Bastelecke, sogar eine Rutsche, dann einen extra Ruhebereich, wo die Kinder sich dann auch mal einfach hinlegen können, entspannen können. Und da haben wir eigentlich an alles gedacht. Und das Wichtigste ist eigentlich auch, dass vom Säugling bis zum Schulkind alle Kinder willkommen sind. Da wir ein top ausgebildetes Personal haben, sind wirklich die Kids in besten Händen bei uns. Was ist denn das Besondere am neuen Quest Club? Ich glaube, das Besondere ist einfach das edle und schöne Ambiente. Es ist nicht einfach nur eine Muckibude, wo es nur darum geht, Power und mehr Kraft und Hypertrophie zu bekommen der Muskeln, sondern einfach, um hierher zu kommen, abzuschalten. Also wir haben einen gigantischen Yoga-Raum extra im ersten Stock gebaut und es geht einfach darum, dass jeder Mensch findet hier für sich das Richtige. Wenn er einfach überhaupt keine Kraft hat, dann geht er in den Ruhebereich, erholt sich, gönnt sich eine Massage, sammelt und tankt einfach neue Energie. Der andere muss sich mehr auspowern, der geht in Gruppenfitness oder tobt sich hier in den Ausdauergeräten oder im Kraftbereich aus. Es ist einfach so, egal wer, jeder findet eigentlich für sich jetzt das Richtige. Und auch ich, wenn ich hier reinkomme, auch wenn ich mich vorher müde fühle, ich komme hier rein, erlebe diese tolle Stimmung hier, diese Atmosphäre und allein deswegen geht es mir schon besser und dann mache ich noch Sport und dann geht es mir ganz gut.